So, wir haben hier den Jagdpanzer 38T. Man nennt ihn heutzutage auch Hetzer. Das 38T, das T steht für Tschechien. Das ist ein tschechischer Panzer, der als deutscher Beutepanzer oder beziehungsweise man hat ihn einfach gebaut. Man hatte die Möglichkeit, in der Theorie die tschechischen Fabriken auf Stuks umzurüsten, was aber hätte etwas mehr gedauert. Deswegen hat man sich überlegt, wir benehmen dieses Modell, glaube ich, irgendwie sowas war da. Leider ist dieser Panzer auch nie wirklich gut angekommen bei der Armee. Weil eng, klein, schlechtes Umblick oder schlechter Blick rundherum, weswegen dieser Panzer nicht so beliebt war. Man kennt ihn aber wiederum aus vielen Filmen, Fernsehspielen. Und da wird der sogenannte Hetzer relativ gern gesehen, gern gemocht, beliebt. Ich glaube tatsächlich, der Jagdpanzer 38T, man hat ihn nicht direkt Hetzer genannt. Das ist so eine Hin- und Her-Geschichte. Natürlich, wir kennen ihn heute als Hetzer. Aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass es irgendwie so war, dass man ihn nicht direkt Hetzer nannte, sondern dass man ihn wirklich mit Jagdpanzer 38T eher angesprochen hat und nicht Hetzer nicht so beliebt oder bekannt war. Da könnt ihr mich gerne noch mal in den Kommentaren zu berichtigen. Ich glaube, das ist eine Sache, die hat sich erst so nach dem Krieg durchgesetzt mit dem 38T, dass man ihn so nannte, wie wir es heute kennen. Und oh mein Gott! Aber wir haben gebounced. Er hat gebounced. Jetzt müssen wir einen guten Schuss setzen. Gut, wir haben seinen Gunner ausgeschaltet. Das ist für uns schon mal gut. Sein Motor wurde gerade ausgeschaltet. Das heißt, wir können ihn jetzt finishen. Wunderbar. Unser Jagdpanzer 38T ist super. Ja, die Tschechen hatten ein solides Geschütz auf einem soliden Chassis auf jeden Fall aufgebaut. So ist es nicht. Leider mangelt es hier an vielen Sachen. Man kann nach vorne gucken als Dings, als zum Beispiel Fahrer. Der Schütz hat so seinen auch vorderen Bereich, aber so richtig gut in alle Richtungen. Man kann auch ein bisschen nach hinten schauen, aber so richtig gut in alle Richtungen ist eher so lala. Deswegen ist der hier wahrscheinlich auch nie so beliebt gewesen. Aber das, was er halt machen soll mit dem MG, mit der Kanone aus dem Hinterhalt oder in Deckung auf Panzer schießen und besagte Panzer zu bekämpfen oder aus in eine Flanke feindliche Panzer auszuschalten, das kann er recht gut. Er ist relativ klein, schmal und halt auch relativ unauffällig und dann halt gepaart mit dieser doch sehr mächtigen Kanone. Oh, jo, perfekter Schuss. Ich sollte jetzt eigentlich nicht nach da schießen, genau da unten hin, perfekt und weg. Ist er doch nicht. Ist es halt ein solider Panzer, wir sollten wirklich vorne nicht auf die Fahrer schießen, genau dahin, Remske. Und bekämpft. Wie man sieht, sausolides Gameplay hier mit dem Jagdpanzer. Wir können hier in dieser Runde einfach nur zwischen diesen sehr, sehr wenig deckungsgebenden Bäumen hocken und unsere Kills sammeln. Die Leute achten nicht so sehr auf die Bäume und dann können wir einfach selbst hier bei dem Panzer können wir das Getriebe anschießen, zwar nicht beschädigen, aber anschießen und den Fahrer ausschalten und dann drücken wir nochmal einen Schuss nach, aber haben nicht getroffen. So, jeden Moment müsste eigentlich die Crew ausgetauscht sein und dann hat die Artillerie uns wobbeln lassen. Hätte die Artillerie uns nicht wobbeln lassen, hätten wir den auf jeden Fall bekommen. Ich wette das. Durch das Wobbeln dank der Artillerie hatten wir das Problem, dass wir halt darüber weggeschossen haben. So, unsere Panzer im Team sind mutig und rücken vor. Nächste Runde, wir haben uns wieder irgendwo versteckt. Ich meine, ist halt ein Jagdpanzer. Und er kann am besten aus dem Hinterhalt angreifen. Und bam. Mal eben so ein T-34 bekämpft. Kein Problem von der Seite oder so leicht hinten von der Seite. Und jetzt halten wir einfach hier diese Linie weiter. A haben wir zwar erobert und bei A sind relativ viele, aber nachdem A verloren gegangen ist und dieser KV-1 ist das hier, glaube ich, schon mal lahmgelegt ist und anstatt, dass er sich nach uns umschaut, löscht er erstmal das Feuer, was dumm war, können wir ihn jetzt auch easy bekämpfen. Gunner ausgeschaltet, jetzt ist nur noch der Fahrer vorhanden. Aber das Feuer zuerst zu löschen war dumm, er hätte erst nach uns gucken müssen. Und das war's mit dem KV-1. Und, oh, wir haben einen Abpraller, beziehungsweise er hat unsere Kette kaputt geschossen. Das war auf jeden Fall nicht der russische Panzer dort, aber den machen wir weg. So, wir haben noch was abgeprallt. Das ist doch hier ein amerikanischer... Ach, was ist das nochmal? Ja, da oben sitzt auf jeden Fall auch etwas und ein bisschen jiggeln und wabbeln, damit unsere Kanone nicht unbedingt direkt getroffen bleibt. Und er lässt noch ein paar Schüsse abprallen an uns, aber ja.
weiter geht's. Und da haben wir tatsächlich das erste Mal einen Abpraller gehabt, weil wir auf den Titan-Bereich geschossen haben, wo die beiden Metallplatten übereinander waren. Aber dann haben wir einfach seinen Turm penetrieren können und komplett ausschalten können. So einfach ist das mit dem Jagdpanzer. Ich meine, das Teil macht, was es soll, wenn man nicht gerade wie hier auf den KV-2 schießt und voll daneben donnert. Einfach da oben in den Turm rein und voila. Der KV-2 hatte nichts mehr zu lachen. So, das sieht aus wie ein kaputter Panzer, der da unten. Easy. Na? Und da ist er gerade so weggedreht. Aber hat er uns gesehen? Lässt er uns in Ruhe? Jein, keine Ahnung. Und bekämpft. Ja gut, diese M3 Sachen, diese M2, M3, die sind halt lächerlich, sind keine Gegner. Genau wie der M22 hier. Der Sherman ist schon eine etwas andere Nummer, aber ich bin der festen Überzeugung, selbst damit können wir fertig werden. Es ist nur ein Sherman. Wiederum. Na, wo ist er denn? Will er überhaupt noch was von uns? Nee? Ja? Nein? Vielleicht? Da ist er. Oh, abgeprallt. Konnte der Sherman uns nicht penetrieren? Ist abgeprallt. Oh. Gut. Wir müssen aufpassen. Wir haben zwar seinen MG-Schützen ausgeschaltet, aber wir müssen aufpassen, dass wir ihn jetzt bekommen. Jetzt haben wir das Getriebe kaputt, plus sein Fahrer. Und jetzt haben wir den Sherman penetriert und bekämpft. Seht ihr, so einfach ist das. Shermans sind einfache Beute für den Hetzer. Für den Jagdpanzer hier. Und wir fahren hier hoch und das war ein großer Sherman. Ich glaube, das war sogar einer mit der großen Kanone. Hätte der zuerst auf uns geschossen, hätten wir ein Problem. Warte mal, ich will mal ganz kurz. Jagdpanzer Hetzer. Jagdpanzer 38 war ein deutscher Panzer der Wehrmacht, bla bla bla. Das T steht für die Tschechoslowakei. Aufgrund eines Missverständnisses wurde der Panzer während des Kriegs vereinzelt als Hetzer bezeichnet. Die Nachkriegsliteratur verwendet primär diese Bezeichnung, genau. Das heißt im Endeffekt, er wurde im Krieg zwar aus einem Fehler vielleicht 2-3 Mal Hetzer betitelt, aber im echten hat man ihn einfach nur 38T genannt. Und ja. Wie man sieht, ist es auf jeden Fall ein akzeptabler Panzer. Also ich würde sagen, so für das Warten und Schießen-Gameplay, wie ich es hier jetzt in den paar Runden gemacht habe, primär irgendwo sitzen und einfach nur aus der Deckung oder aus dem Versteck herausschießen und dann, egal was es ist, zu bekämpfen, ist mit dem Panzer einfach zu machen. Aber aktiv zum Beispiel, damit irgendwie vorrücken würde ich nicht. Und jetzt habe ich hier tatsächlich noch was aufgenommen. Das ist aus dem Kinomodus, nenne ich es jetzt einfach mal hier, den Wiederholungsmodus. Ja, ein T-34, mit dem ich mich hier anlegen möchte, aber er sich nicht traut. Mein Getriebe ist kaputt, das ist das Einzige, was er bekommen hat. Ich gucke jetzt hier immer das Wechseln zwischen ihm hin und her und der Brücke. Na, komm, zeig dich doch, trau dich. Und bam, T-34 komplett bekämpft. Jetzt warten wir noch, ob jemand über die Brücke kommt. Nein, tut's nicht. Und jetzt wird da hinten noch jemand lang. Noch ein weiterer T-34. Einfache Beute, diese T-34s. Und nochmal lecker weggesnackt. Ich sag jetzt schon mal ciao, Leute. Danke fürs Zusehen. Was haltet ihr von dem Jagdpanzer 38T? Schreibt's mir in die Kommentare. Euer Remske haut rein.